Mein Name ist Ingolf Lück, komme aus Bielefeld und ich bin Medienarbeiter von Beruf. Also ich liebe Singen. Ich habe oft auch die Lust gehabt, dieses versteckte Talent zu zeigen, aber es hat bis jetzt noch niemand danach gefragt. Es ist eigentlich egal, wer mein Duettpartner wird. Sie können mir einen talentfreien Tölpel ans Bein binden und wir würden gewinnen. Denn ich coache ihn. Hauptsache, keinen Comedian. Like a virgin. Das ist die Rossi, wie man ja in Fachkreisen sagt. Das ist Wahnsinn. Ich bin Fan von ihr seit der Grundschule. Gott sei Dank habe ich meine Fliege dabei. Oh. Hallo, Francesca de Rossi. Ingolf Lück. Schauspieler, Moderator, Comedian. Mir bleibt aber auch nichts erspart. Aber ihr macht trotzdem einen ganz guten ersten Eindruck. Herr Lück, was können Sie denn schon? Ja, also ich kann tanzen, ich kann backen und ich habe mal im Kindergartenchor gesungen. So, ich sehe schon. Ja, dann wie wäre es, wenn Sie vielleicht... Man singt ja unter Einbeziehung der Resonanzräume, zum Beispiel der Nase. Und Ingolf Lück hat viel Resonanzraum. Also, sehr viel Resonanzraum. Es gibt nur ein paar Regeln. Da bin ich aber froh, weil ich... Erstens, niemals unterbrechen. Zweitens, Disziplin. Drittens, was ich sage, wird gemacht. Viertens, ohne Diskussion. Last but not least, 109. habe ich die fachliche Kompetenz und somit allein Entscheidungsgewalt. Sind wir uns einig? Ja, wie war das nochmal im Mittelteil? 110. keine blöden Sprüche. Das wird schwierig. Übrigens, wir werden Shallow singen. Bradley Cooper und Lady Gaga. Ja, ganz genau. Ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Nummer weit, weit vorne liegen. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Vor allem ist Ingolf auch ein echtes Bewegungstalent. Ja, da sind wir ja froh, dass sich der Massimo gar nicht bewegen kann. Ja, das ist schwer. Bradley Cooper, ich bin... Ich hatte mal ein Flamingo auf meinem Anwesen in Italien. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet jetzt an diesen Vogel denken muss. Herr Lück, wir brauchen Grazie, Anmut und eine kleine Pause für meine Augen. Wir performen live. Das ist ein einmaliger Moment, da muss alles sitzen. Moment, live? Ich dachte, ich musste den Mund bewegen wie beim ZDF-Fernsehgarten. Keine dummen Witze mehr, andiamo. Gut, dann lasst die Spiele beginnen.